Grüßt euch, liebe Anime-Gesellschaft. Ich habe heute wieder mal ein kleines, sag ich mal, Häppchen rausgesucht, denn Inu X Buku SS bzw. Secret Service ist nichts weiter als ein kleines Häppchen. Selbst der Manga, der wurde ja ebenfalls, glaube ich, adaptiert, denke ich mal, weil es daraus auch Manga, also davon auch Manga gibt, besteht auch aktuell nur aus ca. 40 Kapiteln und eine Bestätigung zu einer zweiten Staffel ist leider nicht möglich, aber fange ich erstmal an und rede mal aus dem, sag ich mal, Nähkästchen. Ja, ich habe mir heute nichts Großartiges ausgedacht. Bei mir ist das ja eigentlich so, oder regulär ist das so bei mir, dass ich Musik auswähle, Bilder hinzufüge und dann dazu rede. Heute mache ich das mal andersrum, fange erst an mit dem Reden, da ich jetzt eigentlich meine die ganze Bude für mich alleine habe. Meine Eltern sind gerade in Baden-Württemberg, aber nichts privates Geschwafel, sondern jetzt Inu X Buku SS. Genau. Ich habe den vor kurzem auch angefangen und vor kurzem auch erst beendet. Also der ging echt fix. 12 Episoden gehen ratzfatz. Haben auch dementsprechend auch nicht so viel Inhalt. Ach Gott, die Anime-Seite spackt gerade ein bisschen. Wie gesagt, oder wie es eigentlich bei mir der Fall ist, ich bin oft unvorbereitet. Gehe ich an die Sache ran. Also meist bin ich dann nur auf den Anfangsseiten von denen, wo es dann diese allgemeine Information gibt, wie Industrie, David Production, also David Production kenne ich gar nicht. David Production. Mal gucken, was sie so für andere Animes haben. Hallo, bitte. Hallo. Dann geht doch. Hier, die haben noch Bento gemacht. Und JoJo's Bizarre Adventures. Ja, das war's eigentlich. Mehr haben die nicht gemacht. Also, wenn ich mir den Anime so angucke bis jetzt, die ganzen Bewertungen, alles drum und dran, erstmal das Äußerliche, kann ich erstmal sagen, der ist recht bekannt. Also, auf diversen Anime-Seiten ist er recht oben und gut bewertet und auch viel bewertet und auch oft angeschaut. Mehrzählig angeschaut, wenn man das so sagen darf. Und noch dazu muss ich leider den Jungs sagen, dass es eventuell, denke ich mal, ein Anime ist, der für Mädchen gedacht ist. Jetzt denkt ihr euch, ja, aber du selber bist ja kein Mädchen, warum guckst du das an? Ich bin, das gebe ich auch zu, dass wäre auch, glaube ich, so eine, so wie heißt das, Guilty Pleasure, genau. Etwas, was man mag, aber sich schämt, das zuzugeben vor anderen. Das ist bei mir so der Fall, denn ich bin ein riesiger, also ich bin jetzt hetero, ja. Ich bin ein riesiger Romantik-Fan. Oder auch Shoujo, wie das jetzt in dieser Szene sich anhört. Das ist aber auch kein Shoujo, das ist einfach nur eine eigene Romanze. Beispiel, ich liebe Maid-sama, ja, ich liebe A.O. Haru Ride, ich liebe, was gibt's denn noch? Hier die diverse Mangas, hier Daytime Shooting Star, ja. Ich bin mir kurz davor, die zu kaufen, aber es geht ja eigentlich bei mir nur über Amazon, da ich bei diversen Buchhandelladen, ja, nicht einfach schnurstracks reingehen kann und mir da irgendwie so ein Romantik-Ding kaufen kann. Ja, weil das... ich weiß ja nicht, wie es halt auch sehen wird, wenn so ein... Ja, so ein Teenager dort an der Kasse ist mit so einem... Ich war ja schon oft... Ich schwank wieder schon vom Thema ab. Ja, wir sind bei Inu X Boku SS. Ja, was kann ich dazu sagen? Also... Der Anime ist mir schon seit, wie gesagt, durch den Erfolg oder durch diese, mir fällt ja gerade kein Wort ein, durch diese hohe Reichweite, kann man das Reichweite nennen, auch schon, sag ich mal, eine Zeit, bevor ich dem geguckt habe, aufgefallen. Ich habe den für später geschoben, wie ihr vielleicht wissen mögt, habe ich eine Playlist für Sachen,
die ich beendet habe, die ich am gucken bin und die ich noch gucken werde. Hat eigentlich, haben, glaube ich, eine Vielzahl. Ist nicht notwendig, aber für mein Gedächtnis, ja, ich gucke recht viel, habe ich das. Und da hatte ich den schon eine Zeit lang, habt ihr so mal drüber geguckt, so die ganzen Informationen. Ja, okay, Genres, Comedy, Drama, Fantasy, Romantik, Schule, was damit gemeint ist, dass dort ja die Schule mit einbezogen wird, wahrscheinlich. Und Superpower. Ja, erstmal habe ich zuerst nicht gecheckt, was bei so einem Anime Superpower zu suchen hat. Aber dann habe ich angefangen zu gucken und dann wurde es recht klar. Vielleicht sollte ich mal anfangen. Es geht in dem Anime, und das, ich fange damit erst nach stolzen 5 Minuten 30 an. Also, ja, Entschuldigung für mein Gelaber. Wir haben hier ein Anime. In einer Welt, wo gemischte, erstmal, wo normale Menschen zusammen mit Ayakashi leben. Diese Ayakashi sind Monster wie, ich glaube, Inuyasha war das, denn der war ja halb Dämon, halb, war das Mensch? Ich weiß nicht. Ich glaube, das waren die Ayakashi. Und sie, ein Mädchen, das ist die Protagonistin, die heißt Richio Shirakiin. Sie ist auch so ein Ayakashin. Mit der Fähigkeit, was war das, so eine Samurai, nee, war das Samurai-Mädchen? Das weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall ein Mädchen mit einer Rüstung und magischen Kräften. Was genau diese magische Kraft war, weiß ich nicht. Und sie ist eben umgezogen, die lebt in einer Familie, die hatte recht viele Probleme mit der Familie, sie wurde irgendwie von ihrem Vater nicht akzeptiert, wurde auch in der Schule gemobbt. Das einzige, woran sie sich festhalten konnte, waren eben Briefe, die sie mit ihrem angeblichen, und ich betone angeblichen, Verlobten so miteinander ausgetauscht haben. An die hat sie sich halt gehalten, hat sich gut gefühlt. Und ich glaube, da als sie 16 wurde, die ist im Alter von 16, ist sie eben umgezogen in so ein neues Gebilde. Ja, wo dieses Gebilde nur für diese Ayakashi ist. War das korrektes Deutsch? Ich weiß es nicht. Und sie lebt eben dort. Und dort hat jeder Ayakashi einen SS, einen Secret, SSA, einen Secret Service Agenten. Ja. Und dieser Secret Service Agent ist eben auch ein Typ mit einer Fähigkeit. Und das ist so diese Story. Sie hat eben einen Bodyguard in dem Haus, wird oftmals angegriffen, er beschützt sie, und das ist so diese, damit wird der Teil Romantik erklärt. Und ein bisschen, war der Action, ja, für mich persönlich wäre der Action nicht fehl am Platz. Damit noch mehr Jungs angelockt werden, denn würde man dort noch ein bisschen mehr Action reintun, also noch mehr Boom-Kämpfe mit so, ja, ich will kurz am Verrecken, aber trotzdem beschütze ich dich und sowas. Ja, das kennt man ja auch von Inuyasha und blablabla. Ich weiß, kann man Inuyasha auch für Jungs empfehlen? Ist ja so eine Sache, ich habe es auch geguckt, dank meiner Schwester. Vielleicht bin ich ja so in diese Schiene, diese Romantik-Schiene, wegen meiner Schwester eingedrungen. Aber das Komische ist, meine Schwester interessiert sich genau jetzt nicht mehr dafür. Und ich werde heute sogar noch ein bisschen davon ausgelacht. Ja, denn ich mag so zum Beispiel auch in Filmen, in Kinos. Ja, gucke ich gerne. Schicksal ist ein mieser Verräter. Das ist so der letzte Film, den ich so in diesem Gebiet recht gerne geguckt habe, recht gerne geschaut habe, und ich interessiere mich dafür. Also von meinen Freunden prahle ich jetzt nicht damit, aber ich denke mal, die würden es auch nicht schlecht finden, wenn die es wissen würden, dass ich sowas mag. Ich habe, glaube ich, so ein paar Freunde, die ja schon wissen. Nochmal zu Ino X Buku Secret Service, also dieser Anime. Den kann ich, wie gesagt, für jedes Vibe empfehlen. Jungs können auch mal reingucken. Oh, das war eine laute Nachricht, sorry. Den könnte es ja auch mal interessieren. Ich denke mal, da könnten wir vielleicht so mit dem Gedanken reinkommen, 0815 Anime ist es aber gar nicht.
Gebt euch mal einen Druck. Ja, alles in der Beschreibung. Ich gucke erstmal so, was der so beinhaltet. Mein Gott, also die Anime-Seite ist echt down. Sorry. So, die hat eine Manga-Serie. Die kann ich mal reingucken, wie viel die Kapitel überhaupt hat. Nochmal, vielleicht nochmal, um den Erfolg zu verdeutlichen. Der wurde schon auf Englisch synchronisiert. Ja. Der hat noch eine OVA, eine einteilige. Gut, jetzt hier zu den Kapiteln. Der hat nämlich... Oh Gott, sorry. Geh doch jetzt zu Scheiß. So. Der ist aktuell bei, glaube ich, Chapter 33. Hier auf der Anime-Seite proxa.me sind 49 Kapitel angegeben. Wie gesagt, eine Bestätigung auf eine zweite Staffel ist mir entweder durch die Lappen gegangen oder es gab keine. Ich denke aber, wenn es eine Bestätigung geben würde, wären, also Leuten würden Glocken läuten bei sehr vielen jungen Damen, die in diesem Bereich durch die, ja, durch sich durchstöbern, durch diesen Bereich. Ist auch ein ziemlich, sag ich mal, umfangreiches Gebiet, diese Romantik-Szene. Man kann ja alles damit hineinschmeißen. Die Boys-Love-Dinger, die dramatischen, sentimentalen Liebesgeschichten, diese Maidzimmer, die nur ein striktes Struktur haben, wo die nur rumknutschen, bla bla bla. Ja, das ist so alles, was Mädchen interessiert. Vielleicht auch manche Jungs, besonders Mädchen, also das Ding ist so ein Köder für die Mädchen, denke ich mal. Und deswegen ist es auch so umfangreich. Deswegen gibt es auch so viel Stoff. Bei Jungs ist das ja Shunen. Shunen ist so generell sehr so ein Gebiet, wenn mich nicht alles täuscht, dass... Ich habe einmal gelesen, ich habe mich auch vielleicht mal verlesen, dass Jungen sich an Jungen hält. Oder was an die Jungen so gezielt ist. Oder das hieß an die Jugend. Entweder habe ich das verlesen oder das heißt wirklich an Jungen. Kann ja auch natürlich an die Jugend heißen, also Teenageralter. Gut, es war jetzt ein bisschen zu viel Geschwafel. Ich habe eigentlich noch 5 Minuten geplant. Der Anime, wie gesagt, tolles Stückchen. Viel Spaß damit. Tschüss.